Wir wollen ein starkes Europaparlament in einem demokratischen... Als nächstes spricht Ralf Setton. Er kandidiert für den Karlsruher Gemeinderat für die SPD. Sein Motto: für eine offene, demokratische Gesellschaft in Karlsruhe, Deutschland und Europa. Liebe Freunde, es ist ein toller Anblick hier, von hier oben zu sehen, wie viele dem Aufruf gefolgt sind, hier gegen rechts einzutreten. Und ich finde das einen ganz tollen Beleg dafür, dass ein Satz, den Herr Gauland am Abend der letzten Bundestagswahl gesagt hat, nicht richtig ist. Er hat getönt: wir werden uns unser Land zurückholen. Ich sage aber, in Wahrheit ist es so, die AfD und die sie unterstützen, das ist eine laute, aber es ist eine kleine Minderheit. Aber die Mehrheit in unserer Gesellschaft will eine offene, freie, demokratische Gesellschaft. Und diese Gesellschaft steht heute Abend hier oder heute hier. Und wir sind mehr. Das ist unser Land. Und nicht das Land der Gaulands, nicht das Land der Weigels. Und es ist richtig, was gesagt wurde. Es gibt weiche Themen, dass man natürlich auch im gesellschaftlichen Umfeld, in den Familien hinterfragen muss, welche Traditionen man lebt. Ob der dumme Spruch vom Mann, der nicht weint, gelten muss oder ähnliches. Aber es gibt auch andere wichtige Dinge. Und ein ganz wesentlicher Gradmesser, eine große Entscheidung steht in einer Woche an. Hier für Karlsruhe, für den Gemeinderat und auch für die Europawahl. Wir als SPD treten ein für eine soziale Stadt. Für eine Stadt beispielsweise ohne Kindergartengebühren oder eine Stadt mit bezahlbarem Wohnraum und Mieten. Dafür treten wir auch ein. Und das hat auch etwas damit zu tun, die Ursachen von Extremität, von Faschismus zu bekämpfen. Und wir treten vor allen Dingen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dafür ein, dass die Kulturen hier in Karlsruhe friedlich zusammenleben. Und das Wichtigste möchte ich euch noch mitgeben. Es war immer ein Zeichen der Schwäche der Demokratie, wenn die Rechten marschiert sind und die Linken sich untereinander bekämpft haben. Macht nicht diesen Fehler. Werdet schlau aus der Weimarer Republik. Und ich gehöre einer Partei an, die gegen die Nazis im Konzentrationslager verfolgt worden ist von den Nazis. Und wir stehen für eine antifaschistische Tradition. Und das lasse ich mir von euch nicht kaputt machen. Ich danke euch.